Hallo. Hello, good morning. Hello. Hello, Chat. Good morning, Chat. Kaio W. schreibt guten Morgen. Ich möchte guten Morgen zurückgeben. Mountain Wizard, hi. Ha, genau, du bist auch da. Ark, Iron, Spit. Shinju, Eva, The Gecko, Danger, Duda. Geil. Kaio W. sagt, Krogi Frühaufsteher gefällt mir, na klar, Mann. Sai Mayo, ich weiß nicht. Ich merke gerade, wenn ich rede, da kommt erst mit dieser Morgen, der Morgenshit kommt erstmal raus. Aber ist halt so, ja, was will man machen? Ramirez ist auch da, geil. Ey, Fritz, Sai heißt es, alles klar. Sai Mayo, was geht ab, Leute? Seid ihr morgendlich fresh? Wie ist die Stimmung? Habt ihr Bock, einfach da zu sein? Oder seid ihr schon komplett agil und seid ihr schon im Leben? Wie ist es? Gerade erstmal beim Frühschwimmen. Wirklich? Frühschwimmen, jetzt zu dieser Zeit. Geil. Aber draußen? Hast du so einen beheizten Draußenpool? Bist du im Freibad? Bist du im Hallenbad? Warum hast du ein Handy dabei? Was heißt das? Bist du in der Bahn? Frühschwimmen. Jetzt. Leben erst ab 9. Gerade Nutella-Toast und Homeoffice. Ist doch nice. Hallenbad und bin gerade zu Hause angekommen. Hallenbad, ey, du warst schon im Hallenbad. Es ist 5 nach 8 und du warst schon beim Frühschwimmen. Ganz ehrlich, Respekt. Ganz, ganz krass. Super gut. Anja Magmeer schreibt, nee, du machst den Morgen gerade nicer. Wohnungsbesichtigung war nichts gestern. Es tut mir leid, dass gestern deine Wohnungsbesichtigung nichts war, aber so ist es manchmal sonntags. Kann man haben. Moin, Leben verlässt gerade meinen Körper. So fühlt sich das an. Ey, dann hoffe ich, dass du schaffst, bedingt durch Hilfsmittel wie zum Beispiel Kaffee oder Tee. Weiß nicht, manchmal muss man auch zu härteren Methoden greifen, wie zum Beispiel in einem morgendlichen, Grog oder so. Vielleicht kommt das Leben dann zurück. Vielleicht kommt dann die Seele wieder an deinen Körper zurückgefahren. Das würde ich dir wünschen. Schaffst du bestimmt. Tedikaros ist wach. Grüß dich. Noch halbtot, wie kannst du schon so früh so wach sein? Das kann man machen, das ist kein Problem. Einfach aufstehen, einfach sagen, ey, scheiß drauf, was soll die Kacke? Jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich es einfach. Und jetzt sind wir hier. Es ist auch eigentlich schon gar nicht, eigentlich ist es nicht so früh, um ehrlich zu sein. Ich komme aus einer Bäckereifamilie, ihr wisst es. Eigentlich sollte man die Brötchen jetzt schon fertig haben. Aber ich hab uns extra so eine goldige Morgenstimmung als Licht gezaubert. Schön, oder? Körperlich bin ich da, Kopf liegt noch im Bett. Ja, verstehe ich schon. Hey, Wagenblast, Moinsen. Also ich lieg noch im Bett, schreibt Sid. Das ist ja auch in Ordnung. Kogi, wer hat dein Profilbild designt? Das hat der gute Jan gemacht von Rocket Beans, Grafikabteilung Jan Suchek. Der hat das richtig schön gemacht, finde ich. Wirklich gut geworden. Gefällt mir sehr. Bin eh sehr zufrieden mit diesem ganzen Design. Bin seit 6 Uhr wach. Ich muss gleich auf der Arbeit. Was machst du, Sputzen? Was ist dein Job? Was machst du heute? Ist ein Anfang, also definitiv leichter, wenn man hier im Stream ist. Das ist gut. Bin schon auf der Arbeit mit Kaffee und Outlook. Ja, Outlook ist einfach lecker, ne? Das schmeckt immer so gut. Guten Kaffee, wenn du hast, und dann so ein bisschen in den Outlook rein. Hammer. Ist Jan ein Padawan von Hannes? Ja, ich glaube, mittlerweile kann man schon sagen, er ist kein Padawan mehr. Aber prinzipiell war das mal so, glaube ich. Ja, oder hat er überhaupt da die Ausbildung gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Jan mittlerweile auch schon lange da. Sithawk hat abonniert. Jetzt schon abonniert. So früh am Morgen schon Abo dagelassen. Quasi schon eine Support-Tat vollbracht. Das kann man nur würdigen, Sithawk. Wahnsinn. So früh am Morgen. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist das Gefühl der Umarmung. Der monetären Umarmung in meine Richtung. Und du weißt ganz genau, der Mantel des Geldes ist immer warm. Dankeschön. Vielen Dank, Sithawk. Seit 6 Wochen gleich zur Arbeit, schreibt Paperina. Paperina 07. Was ein Pfadfinder, Clap. Wer ist ein Pfadfinder? Krogi, nochmal Props und deine Jenga-Leader-Qualitäten. Ja, wir dürfen nicht spoilern. Da kriege ich immer Ärger von mindestens einer Person, zwei Personen. Ich weiß nicht, manchmal gucken Leute zu, die wirklich noch nichts davon mitbekommen haben. Aber dass Jenga gespielt wird, haben, glaube ich, alle mitbekommen. Und ja, wie es ausgeht, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich fand es auf jeden Fall richtig geil.
Atlan J. abonniert mit Prime. Vielen, vielen Dank. Prime-Subs sind keine Verbrechen, auch nicht so früh am Morgen. Und auch diesen monetären Geldmantel nehme ich wärmenderweise an. Vielen Dank. Nee, ihr wird nicht gespoilert, keine Sorge. Wie kann man freilich so früh wach sein? Ich bin nur so früh wach, weil mein Schlafrhythmus hinüber ist. Ja, gut, aber dann bist ihr trotzdem wach. Das ist bei mir auch so. Ich weiß es nicht. Der Jenga-Turm wird fallen. Ja, das steht auf jeden Fall fest. Der Geburtstag war mega. Ich fand den Geburtstag auch richtig gut. Wir können ja ganz gut über den Geburtstag reden, wenn ihr wollt. Ich hab wirklich Bock drüber zu reden. Kann ich aber später auch nochmal machen. Also Sid Icarus hat das noch nicht gesehen und lass uns Sid Icarus wirklich nicht spoilern. Denn ich glaube, es ist wirklich unterhaltsam, sich tatsächlich dieses lange Match auch noch im Nachgang anzugucken, was ich erst nicht gedacht hätte, weil sich ja sehr gezogen hat. Aber es waren halt so viele absurde Momente dabei, dass ich glaube, Moment, ich muss aufstoßen. So, dass ich glaube, dass sich das lohnt. Wirklich. Ich werde es heute gucken. Sehr gut. Die waren auch alle richtig gut drauf. Also Sid, das kann ich dir auch sagen, die waren alle richtig gut drauf. Mein Eindruck war, dass es wirklich eine recht runde Veranstaltung war. Als Teilnehmer. Es sind ja immer, kann man sich ja vorstellen, ne? Also als Teilnehmer hat man andere Sichtweise auf die Dinge als im Gegensatz zum Zuschauer. Und ich glaube aber auch, dass was ich so durchgesäppt habe, dass aus Zuschauersicht das ziemlich gut war. Ich habe mir ja schon ein paar Kritikpunkte durchgelesen. Da wurde ein paar Mal das Licht genannt. So ein paar Längen. Aber insgesamt fand ich das richtig gut. Ich glaube auch, dass Timo in der Regie mit Felix und den Kameraleuten, dass die da echt schöne Bilder hatten. Also wirklich. Ja. Ja, es wurden immer mehr Zuschauer. Das fand ich auch so richtig krass. Ich habe mir noch die Kurve angeguckt. Wahnsinn, ey. Ich habe ja auch in der Regie schon viele Sachen betreut. Also ich bin ja auch jetzt noch nicht ganz. Ab März bin ich auch 7 Jahre da. 7 Jahre bei Rocket Beans TV. Und muss sagen, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, mir ist keine Sendung eingefallen, wo wirklich ab 0 Uhr noch die Zuschauerzahl gestiegen ist. Also, selbst die krass erfolgreichen Pen and Paper, da war ab 11:30 oder so, das ist immer eingebrochen, weil Leute dann pennen gegangen sind und so. Also das ist, ich will das nicht übertreiben oder krasser darstellen, aber mir ist einfach persönlich nichts eingefallen. So. Sexy Sportclips haben wir aber nicht gebracht. Sexy Sportclips hat nichts mit Rocket Beans zu tun. Sexy Sportclips vermisse ich persönlich im Fernsehen definitiv. Das wäre nochmal etwas, das sollte man zurückbringen. Kann man in der heutigen Zeit, ich frage euch Chat, kann man in der heutigen Zeit Sexy Sportclips zurückbringen? Mal angenommen, die Damen, die das machen, sind sehr zufrieden mit ihrem Job. Das sollte man immer berücksichtigen. Bringt DSF zurück? Wirklich? Schwer, aber ja, denke ich. Sporttipps war eine schöne Zeit. Ja. Für Eisern Markt. Das auf jeden Fall. Es laufen sexy Sporttipps in TV? Wollt's mich verarschen? Wirklich. Die sahen immer glücklich aus. Die sahen immer wirklich happy aus. Ob sie happy waren, das steht immer auf einem anderen Blatt. Das weiß man noch nicht so genau. Sputz muss jetzt los. Was machst du denn jetzt, Sputz? Hast du geschrieben? Die Leute sind neugierig geworden und wollten es sehen, hast du geschrieben? Warte, was? Ihr habt richtig viele Zuschauer. Ich muss gucken, was Sputzen arbeitet. Danke, Jenga-Match. Ich muss gleich auf Arbeit. Ich arbeite bei Galeria in der Schmuckabteilung. Ach, krass. Alter, das macht mich fertig. Jesus. Das ist, glaube ich, ein Knochenjob. Das wäre für mich ein Knochenjob. Bei Galeria in der Schmuckabteilung zu arbeiten, von jetzt bis abends. Alter Vater, Respekt. Leute, Respekt an Sputzen. Jesus. Das würde mich fertig machen. Das ist genauso, als würde man sagen, ja, ich arbeite in der Parfümerie-Sektion oder bei Douglas oder so. Jesus Christ, würde ich da sterben.
Ohne Witz. Oh, da würde ich so kaputt gehen. Na, bis Abend. Nicht. Wir sind leider in Kurzarbeit. Na gut, das tut mir leid. Ich wünsche dir, dass du wieder schnell reinkommst, weil das Geld muss auch reinkommen. Aber krass, ja. Ey, dann drücken wir die Daumen, dass du einen guten Tag hast. Ja? Das wäre für mich auf jeden Fall richtig heftig. Moin, was ist denn hier los? Ist ja richtig nice. Guck ja morgen. Ja, klar. Ich bin Postbote. Postbote, ja, sag mal eure Jobs, ey, das finde ich interessant. Postbote habe ich auch fetten Respekt vor. Außer dass man natürlich mit vielen, ist ja so klischee-mäßig, man hat ja viel Beischlaf. Man bringt ja Briefe aus und hat dann ja oft Sexy Time. Ist ja klar, als Postbote. Das ist natürlich krass. Aber könnte ich auch nicht. Sag's dir, wie es ist, könnte ich auch nicht. Vor allem, weil viele Leute auch abgefuckt sind, glaube ich. Und man muss sich wirklich beeilen. Man muss sich, glaube ich, man muss wirklich schnell sein. Und von daher. Sehr viele vergessene Postbotenkinder. Das ist auch teuer. Administrator hat wenig Beischlaf, schreibt Seimus. Einzelhandel bei Jysk, ehemals dänisches Bettenlager, damit ihr es einordnen könnt. Ich traue mich nicht, schreibt KJW. Warum, was hast du denn? Was ist mit dir? Was hast du für einen Job? Selbstständig als Nageltante und nebenbei noch bei Rewe an der Kasse. Alter Schwede, ey, das ist auch so heftig. Ihr seid alle so heftig. Personalabteilung. Ich mache jetzt also ein Redaktionsvolontariat. Mein Krogi, mein Chat, moin, Deverin. Ich bin aktuell in Elternzeit, das ist mein Fulltime-Job. Ja, glaube ich. Risikomanager bei Fondsgesellschaft. Im Backoffice in einer Finanzabteilung. Sachbearbeiter. Ey Leute, ohne Scheiß, ich habe mir das genauso vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, dass ihr alle smarte Leute seid. Ehrlich jetzt. Und dass ihr einfach den Ausgleich sucht. Von eurem Job hier oder auf Festivals. Ihr wollt einfach auch, dass ich verstehe das so gut. Ich kann das so gut verstehen. Ich hoffe aber, dass mindestens 90% von euch, ja, Leuchter am Theater. Geiler Job, prinzipiell, aber auch schwierig derzeit. Dass 90% von euch richtig happy sind mit dem Job. Das wünsche ich euch wirklich. Das wünsche ich euch so sehr, weil man verbringt so viel Zeit, so viel Zeit des Lebens damit, einen Job auszuüben, dass ich euch wünsche, dass ihr wirklich happy seid. Das ist das. Das meine ich so richtig derbe, verfickt ernst. Ich suche den Aussicht zu den nervenden Kollegen, die mich am Telefon zukäsen. Hier ist nice Musik und nicer Dude, ja. Medienbeobachtung, Analyse, passt schon, macht Spaß. Ich follow, glaube ich, schon seit Monaten, gucke aber fast nie rein. Was ist denn los mit mir? Das Letzte, was ich mitbekommen habe, war Dudelsack-Action mit Gast. Wird hier morgens immer gequasselt? Nee, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr unzuverlässig, was meine wöchentlichen Streams anbelangt, weil ich einfach für mich noch überhaupt keine Routine gefunden habe. Bin richtig Dulli-mäßig. Ich bin wirklich ein richtiger Dulli, ich sag's euch. Ich habe einfach noch keine Routine für mich. Aber morgens ist eigentlich ich finde morgens Stream eigentlich geiler, muss ich sagen. Morgens Stream ist eigentlich so, ich weiß nicht, ihr habt da ja auch was von. Ich bin morgens einfach fresh und abends, ich find's eigentlich immer geil. Aber morgens sind weniger Leute da, die auch streamen. So, da hat man auch irgendwie mehr, da hat man ja auch immer mehr Zuspruch. Das ist eigentlich auch ganz geil. Weil ich bin ja auch so ein kleiner Dulli. So, und wenn ich kann mich dann auch nicht, weiß ich nicht, auch im Rocket Beans Verbund, wenn die alle online sind, dann was soll denn, was habe ich denn für eine Daseinsberechtigung hier, Leute? Ohne Scheiß. Das ist doch einfach morgens ganz geil. Stream neben der Arbeit. Wenn die Technik läuft, macht Spaß. Sonst wird's stressig. Morgens mit Kaffee hat schon was, finde ich auch. Morgens ist irgendwie ein schöner Vibe. Ja, sehe ich genauso. Manchmal arbeite ich sehr spät und höre deinen Stream nebenbei. Genau, also mittwochs, das kann ich schon mal sagen, mittwochs gibt es immer Musikstreams. Das habe ich mir jetzt auch so für meinen wöchentlichen Rhythmus so festgelegt. Mittwochabends, so ab 19 Uhr, gibt's Live-Musik mit Drumming. Das ist immer richtig geil. Der letzte Live-Musik-Stream Mittwoch, ohne Scheiß, der war so wahnsinnig heftig für mich. Ich habe, glaube ich, 5,5 Stunden oder 6 Stunden getrommelt. Und hatte 11.000 Besucher. Also ich hatte 11.000 einzelne Zuschauerinnen und Zuschauer. Und im Peak waren es durch Raids natürlich 4.000 Leute. Aber das ist natürlich eine heftige... Also das ist natürlich Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig krass. Ich arbeite beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Integration. Auch ein sehr wichtiger Job. Auch Respekt. Hört sich auch stressig an. Vor allen Dingen auch, wenn man den Job ernst nimmt, glaube ich. Also es ist so,
Selbst wenn die Arbeit einigermaßen Spaß macht, sind meiner Meinung nach 8 Stunden 5-mal die Woche zu viel. Ja, ich weiß, früher waren es 6 Tage die Woche, schreibt Salty Skunk. Ja, ey, das ist voll. Ich glaube auch, hier diese... Also, kommt ja drauf an, wie Work-Life-Balance heißt das, glaube ich, ne? Wie dieser Punkt bei dir ausgefüllt ist. Wenn du... Ich glaube, wenn man da wirklich sehr ausgefüllt ist, ja, das wirklich so richtig Bock macht, dann ist... Guck dir Finn Kliman an. Das ist für ihn sicherlich auch manchmal Arbeit, aber er brennt ja für seine Sachen. Und investiert super viel Zeit. Ist ja selbst entschieden. Okay, kann man gar nicht vergleichen. Ich muss alles zurücknehmen. Kann man ja gar nicht vergleichen, weil wenn man nicht in der Lage ist, selbstständig über seine Zeit zu entscheiden, weil man angestellt, dann kann man das gar nicht so sehen. Ich bin ja auch so jemand, der zwar einen festen Job hat, aber mittlerweile ja auch Teile selber entscheiden kann. Schwer. Oh, schwer, ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Wirklich. Alter Krogi, wenn du 5 Stunden am Stück so drummen würdest, wenn du 5 Stunden am Stück drummen würdest, würde ich am nächsten Tag einen Betreuer, der mir beim Training hilft, würde ich meine Arme nicht mehr... Achso, ich glaube, du meinst, wenn ich das machen würde wie du, dann bräuchte ich einen Betreuer, der mir hilft beim Toilettengang, weil ich meine Arme nicht mehr bewegen könnte. Ja, ich habe mir auch ein bisschen was durchgelesen. Ich hatte früher Sport-LK, Abitur. Ich hatte Englisch-LK und Sport-LK. Und da weiß ich noch, das ist Herr Meinecke, unser damaliger Sportlehrer, uns ein bisschen was darüber beigebracht hat. Ich habe ja nicht Sport studiert, deswegen habe ich mir das nur noch aus den Abi-Zeiten gemerkt, wie so der Trainingsablauf funktioniert bei Menschen. Und also danach brauchte ich auf jeden Fall einen Tag Regeneration. Auf jeden Fall. Hast du nicht auch mal geflippert? Loose Flip, auf jeden Fall. Ich habe auch wirklich noch irgendwann vor und ich habe aber, also ihr supportet mich hart, ja? Also in diesem Stream kommt auch wirklich ein gutes Zusatzbonusgeld für mich rein, was natürlich wieder in diesen Raum geht. Das heißt, ich habe keinen Gewinn, weil ich ja mir diesen Raum hier gerade refinanziere quasi, ja? Also ich stecke ja alles hier rein, dass das dann ja irgendwann abbezahlt ist. Und ich denke mal so in 3 Jahren, schätze ich, wird alles weg sein. Aber wenn das alles mal durch ist, dann möchte ich gerne irgendwann Flipper auch hier drin stehen haben. Total. Das wäre schon ein Traum, ja. Genau, zurückschalten, das hat Finn auch schon festgestellt, ist auf jeden Fall wichtig. Also, es gibt ja auch verschiedene Arten von Stress. Das erlebt man ja auch immer so im Alter. Letztes Jahr hatte ich einfach auch viel negativen Stress durch diesen ganzen Abfuck-Scheiß, aber es hat sich dann ja auch zum Positiven entwickelt. Aber wenn du positiven Stress hast, der dich dann ja auch irgendwie beflügelt, ist auch geil. Zum Beispiel jetzt Geburtstag. Ich habe, glaube ich, weder bei irgendwelchen Auftritten, noch bei irgendwelchen Streams, noch bei anderen Jobs. Und ich stand jetzt ja auch schon ein paar Mal irgendwie in der Öffentlichkeit und habe irgendwas getan. Da war ich nicht so adrenalinmäßig komplett durchtränkt davon, wie bei dieser fucking Jenga-Runde. Ohne Witz. Wahnsinn. Brettsport ist gerade ein bisschen zum Erliegen gekommen, was daran liegt, im letzten Jahr, in der alten Lagerhalle, ja, die halt explodiert ist, da hatten wir die Möglichkeit, weil die so groß war, auch ein bisschen zu skaten, auch wenn es draußen Scheißwetter war und, weiß nicht, so einfach so peu à peu ein bisschen, wenn wir noch ein paar Kickflips machen, ein paar Heatflips machen und so weiter und so fort. Und jetzt gerade ist das Wetter so bekackt in Hamburg und ich bin so faul, um jetzt in eine Skatehalle zu fahren. Also gerade ist es ein bisschen... Ja, stagniert gerade etwas. Ich freue mich auf Wärmetag. Ich habe auch noch mein One-Wheel, was ich gerne mal wieder fahren möchte. Aber ich bin gerade, ein bisschen im Winterschlaf, ehrlich gesagt. Ich bin gerade einfach ein bisschen im Winterschlaf. Aber ich werde bald snowboarden. Ich werde mit ein paar Leuten, mit ein paar Kumpels bald snowboarden fahren und mach das. Ich habe lange überlegt, machst du das nicht? Auch Corona-mäßig und so. Hab mich dann aber dafür entschieden, das zumindest, so wenn es dann gehen wird, machen zu wollen. Werd dann nicht diesen ganzen Party-Shit mitmachen natürlich, aber einfach für mich ein bisschen Sport machen. Snowboard ist für mich das absolut geilste. Ich kenne keinen Sport, der einfach geiler ist als Snowboard. Und ich hab nach 2 Jahren einfach mal wieder Bock. Bin ich ganz ehrlich. So.
So ein Raum wie deiner wäre auch mein absoluter Traum. Seitdem ich 8 bin, also knapp über 20 Jahre jetzt, kann ich mir einfach nur so ein kleines billiges Beginner-E-Drum leisten und überhaupt Übungen beizubehalten. Ah ja. Ja, ey, was soll ich sagen? Also ich glaube, guck mal. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie so ein... Also ein kleines bisschen Arnold Schwarzenegger-Gedankengut steckt in mir drin, indem ich einfach behaupte, man kann vieles schaffen, wenn man überhaupt weiß, was man will. So, und ich glaube, man kommt zu vielen Zielen, so. Du musst das aber für dich irgendwie, also ich weiß, nicht jeder hat die Möglichkeiten, aber viele Leute könnten eher dahin kommen, was sie wollten, wenn sie sich trauen, das zu tun. Das ist aber sau schwer und ich schaffe das auch nicht immer. Aber ich habe manchmal das Glück, dass ich einfach so ein Arschtrip-Typ im Kopf habe, der sagt, ey, jetzt mach das einfach. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das heißt, irgendwie findest du bestimmt Möglichkeiten, da weiterzukommen. Und das wünsche ich dir, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich, dass du erstmal ein E-Drum-Set hast, also ein Übungs-Drum-Set, weil im Prinzip braucht man nicht mehr. Im Prinzip ist das alles egal. Du kannst wirklich auch mit Töpfen drummen. So, das ist... Es geht, aber so ein Raum hier wie dieser ist natürlich super prädestiniert und ich bin jeden Tag stehe ich auf, bin super dankbar, jeden Tag stehe ich gerade auf und denke, Alter, was eine geile Community, wie geil, dass das hier alles steht, dass wir das machen können, dass es weitergeht, dass die Streams irgendwie gut sind. Ey Leute, ich habe 1100 Abonnenten gerade, das ist etwas, was ich niemals gedacht hätte, was eintreffen könnte und das ist einfach, wow, das ist wow. Ich kann es einfach nur sagen, es ist einfach nur krass und ich will das jetzt nicht missbrauchen oder so für irgendwelche Scheiße. Ich will einfach, dass der Raum hier dann irgendwie steht und da will ich irgendwie das mit guten Mitteln vorantreiben, so, ja. Das ist so mein Plan, ehrlich gesagt. Wie würdest du dich selbst beschreiben als Überlebenskünstler? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall Überlebenskünstler. Ein Überlebenskünstler, nee, glaube ich nicht. Ich wäre mir auch nicht so schade, also wirklich, wenn nichts mehr gehen würde, ja, also wenn jetzt das mit diesem Stream nicht mehr klappen würde, wenn Rocket Beans wären alle Lichter aus, Medienwelt wäre im Eimer, dann würde ich, dann würde ich erstmal meinen Bruder anhauen, ob ich in der Bäckerei arbeiten könnte. Und wenn das auch nicht ginge, dann würde ich alles probieren, so, dann würde ich auch ans Fließband gehen, aber ich würde halt probieren, dass es irgendwann wieder dahin geht, was mir halt Bock macht, das ist halt wichtig. Also, nee, glaube ich nicht. Guck, gestern neues Lenkrad und Pedale gesehen, was machen wir damit? Wir wollen demnächst, ich brauche einen Rennfahreranzug und ich brauche ein Trucker-Outfit. Ich will unbedingt weiter Snowrunner spielen. Und natürlich Autorennspiele. Vielleicht auch Forza Horizon oder so. Mal gucken. Was wird dir geschrieben? Snowrunners lieber, auf jeden Fall. Dafür gibt es mein Prime-Abo. Vielen, vielen Dank, Mr. Gox. Ja, geil. Ich habe mich letztens mal etwas am Drummen probiert, aber meine geilen Beats beim Trommeln im Auto auf Lenkrad und Oberschenkel verlieren massiv an Qualität, wenn ich das auf Drums übertrage. Ja, ich weiß nicht, soll ich mal Drum-Lessons machen? Ich würde ja am liebsten Jochen Dominikus hier haben und Hand von Jochen quasi im Internet auch eine kleine Drum, also so Beginner-Drum-Lessons machen. Ich schicke ihm mal eine Sprachnachricht. Hey, guten Morgen Jochen, grüß dich. Du, ich bin gerade hier live, ne? Im Stream. Und es haben gerade, also irgendwie kamen wir gerade auf den Gedanken, mit in puncto Drum Lessons, ja? Und was hältst du davon, wenn du mal vorbeikommst und ich bringe dir so ein paar Basics bei
Und das mache ich dann, das laden wir dann hoch, irgendwie, oder das lade ich dann hoch, als quasi erste Lektion Drumschule von Krogmann. Das fände ich richtig geil. Das meinst du doch ernst, oder Jochen? Dass du Drums lernen wolltest? Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung. Auf jeden Fall erstmal good morning. Tschüssi. Ich glaube, dass das ernst meint. Ich muss mal kurz eine Sprachnachricht abhören, Leute. Ich mach mal kurz die Mucke lauter und Mike leise. Bin sofort zurück. Nachricht abgeschickt an den Jochen. Nice Lofa-Beat. So, will mal die absurden Auswüchse und Probleme durch die neuesten Corona-Regeln hier lassen. Nee, Berto, lass uns nicht. Ey, ich, ohne Scheiß. Wisst ihr, was ich sehe bei Twitch, Leute? Ich sehe bei Twitch Streamer oder Streamerinnen, die sich über den Abfuck der Welt im Stream unterhalten. Oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wirklich. Ey, es gibt 1000 Kanäle. Es gibt zigtausend Channels, die sich über Real-Life-Abfuck-Probleme unterhalten, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da, ey, wirklich, hier ist nur Feelgood-Zone, beziehungsweise irgendwie andere Themen, aber ich habe da einfach überhaupt keinen Nerv drauf, in diesem hier irgendwas zu machen, ohne Scheiß. Das ist nicht, keine Kritik an dich, ja? Also wirklich nicht, ich finde das ja auch in Ordnung, dass du das hier, dass du Bock hast, dich damit zu beschäftigen, aber hier ist kein, ey, sorry, ist meine Party, auf meiner Party gibt's das nicht. Nee, ist eher lustig. Ja, okay, dann habe ich es falsch verstanden, beziehungsweise das konnte man auch so verstehen. Aber, ich denke mir, ey, was ist denn das bitte? Wie kann man sich denn, es gibt Leute, die haben bei Twitch Überschriften, wo du denkst, wollt ihr mich verarschen? Ihr holt euch auch wirklich den Güllelaster ins Wohnzimmer. Was soll, den Haufen, also ihr fahrt dich scheiße ins, wirklich direkt rein. Ich habe hier wirklich wirklich, gar keinen Bock auf Abfuck. Auf Abfuck-Schüssel. Good morning. So, ich muss heute mal meinen Zahnarzt anrufen. Ich möchte gerne Zahnreinigung. Das darf ich auch nicht vergessen. Muss ich später nochmal anrufen. Ich schalte auch nicht bei MTV ein für Politikgequassel. Einen ordentlichen Güllelaster-Stream. Wer kennt's nicht? Simon sieht echt gut aus. Ja, vielen Dank. Es ist super geil. Ich liebe hier einfach diese geilen, verkrassesten Lampen aller Zeiten. Die crazysten Lampen aller Zeiten. Die ich dann einfach hier mit dem. Welche Farbe wollt ihr, ey? Alter, Jochen, Sprachnachricht. Ich höre sie mir erstmal ohne. Schön, dass du übrigens da bist. Guten Morgen. Ich höre sie mir erstmal ohne Chat an. Ich ziehe jetzt einmal. Vocals runter. Wird geil. Ja, wundervoll. Also erstmal, man muss immer den Mantel des Geldes begrüßen. Velvet Malkavian hat abonniert auf Stufe 1 und wünscht sich die Farbe grün direkt angekommen. Vielen Dank dafür. Jetzt hört ihr alle die Sprachnachricht von Jochen, damit ihr auch eine Stimme vor Ort, ja,
im Ohr habt. Aber ich werde sie auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit abspielen. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ja, ist geil. Hey, Kogi, Jochen hier. Ja, klar mache ich das Ganze. Habe ich voll Bock drauf. Müssen wir auf alle Fälle machen. Finde ich richtig cool. Es ist ja mein Lieblingsinstrument. Ich kann ja gar nichts spielen. Schlagzeug am wenigsten. Von daher wird das natürlich super sein. Ja, lass uns quatschen. Ich bin dabei. Ich bin nur nicht immer in Hamburg. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen. Aber ich würde mich riesig freuen. Hätte ich richtig Bock drauf. Hey Jochen, du bist ja gerade im Chat und hörst mich wahrscheinlich auch von einem Stream. Ich wollte dir eine Sprachnachricht hinterher schieben. Ja, machen wir. Ich find's richtig geil. Wann? Donnerstag? Machen wir es jetzt schon diese Woche oder nächste? Wir müssen direkt was festmachen. Hab richtig Bock. Du brauchst nicht üben. Du schreibst bestimmt im Chat, dass du üben willst. Brauchst du nicht. Wir fangen bei Null an. Donnerstag steht. Ja, ist doch Hammer. Mittwoch, Donnerstag bist du in der Stadt. Ja, geil. Super. Hätte ich Bock. Hätte ich richtig Bock. Ja, cool. Cool, dass du kurz reingeguckt hast. War so eine Idee. Warum hast du eigentlich mit Drum begonnen und warum? Perfekt. Ich mache all das, wirklich all das, wo meine Mutter früher gesagt hat, die Mama gesagt hat, nee. Nee, ey. All das habe ich gemacht. Und Schlagzeug war so eine Sache. Ich habe nämlich, wie alle, also ihr wisst ja irgendwie, wenn Jugendzimmer lief oder so, ich erzähle immer viel vom Quellekatalog. Ein Quellekatalog war das Internet von früher. Ich sag's euch, da hat man alles nachgeguckt. Wie oft habe ich in diesen scheiß Katalog reingeguckt? Oder lass es Otto sein. Also ihr habt ja diese fetten Kataloge von früher halt, wo man alles durchguckt, wo jeder Shit drin ist. Wo du alles nachguckst und denkst so, ja Mann, das ist geil. Das ist einfach geil. Kataloge waren der Shit. Das kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen. Du hast einfach nur diesen Katalog gehabt und du hast täglich, ja, täglich übertrieben, aber man hat sehr oft in diesen Katalog geguckt. Sehr oft, wirklich. Man hat die durchgeguckt und gedacht, geil. Geil, ey. Geile Games. Geile Carrera-Bahn. Geile Miniaturautos. Alles geil. Alles hammergeil. Ja, irgendwann gab's Titus, aber früher war das so. Das war der Shit. So. Und da gibt's natürlich auch die Seite, die drei Seiten mit Musikinstrumenten. Und ich bin irgendwie in eine Familie geboren, wo es schon immer irgendwie darum ging, dass die Kinder irgendwie Musikinstrumente erlernen. Ja, also meine Schwester, die 11 Jahre älter ist als ich, hat halt Saxophon gespielt. Also nur früher. Mein Bruder, der 8 Jahre älter ist, sollte Trompete spielen. Und als kleines Kind hatte ich so ein Mini-Akkordeon und so ein Shit. Und irgendwie war es Mama wichtig, dass sie irgendwann Keyboard spielt. Ich glaube, Keyboard fand sie selber gut. Meine Oma hat irgendwie eine Orgel gehabt. Die war ja auch in meinem alten Raum. Die muss noch irgendwie repariert werden übrigens. Aber die habe ich ja geborgen. Und da hatte ich dann Keyboard-Unterricht, aber ich fand das immer irgendwie lame. Ich fand das so scheiße. Ich fand Keyboard sowas von kacke. Ah, also früher. Jetzt finde ich es auch schon wieder geil. Früher war nicht so derbe kacke. Weil ich hatte dann auch Unterricht und der Lehrer war so ein Vollhorst. Oh, war der scheiße, ey. Ich weiß gar nicht, wie der heute wäre, aber ich fand den so bekackt. Der hat sich einfach, der konnte einfach nicht mit Kindern umgehen. Und der, weiß ich nicht, war dann da und dann war der irgendwie so derbe, unhöflich und ungepflegt. War die halbe Keyboardstunde immer am Rülpsen und so. Ich fand's so scheiße. Ey, wirklich. Und hab das dann einfach irgendwie mich von Woche zu Woche dahin gequält. Und hab natürlich auch wenig geübt, hatte aber viele so Lehrheftchen. Manchmal hat es mir auch zu Hause Bock gemacht. Aber es hat irgendwie, ich fand's vor Ort einfach schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und im Quellekatalog habe ich immer die Seite dann gesehen mit den Musikinstrumenten und dachte so, Drums, ey. Drums ist der Shit. Die hatten so ein geiles kleines E-Drum-Set da drin, wie die Flippers die nutzen, ne? Die geile Schlagerband, die Flippers. Ihr wisst schon, wen ich meine. So ein Dings hatten die da drin. Und natürlich auch so ein, zwei echte Drum-Sets und dachte immer, Drums, das ist es. Und da habe ich immer gesagt, Mama, ey, lass mich Drums spielen, das ist bestimmt geil. Und sie hat immer gesagt, nee, was willst du denn damit? Mit Schlagzeug alleine. Das kannst du ja wohl nicht,
kannst du da nicht machen, so, geht nicht, was ein Schrott, bringt doch gar nichts. Und irgendwann habe ich gedacht, doch, das muss ich machen. Wenn Mama das kacke findet, dann ist das genau das Richtige für mich. Das haben mein Bruder und ich irgendwann festgestellt. Dann ist das genau das, was ich machen muss. Und dann bin ich durch einen Zufall erst auf dem Gymnasium, ich weiß nicht, viertes Grundschule, fünfte, sechste hatten wir Orientierungsstufe damals, ab der siebten Klasse war ich auf dem Gymnasium. Ich glaube, ab der siebten Klasse hatte ich dann wirklich Kontakt zu Drumsets, weil da gab es ja auf einmal Bands und dann hatte ich irgendwie aus einem Jahrgang, nee, zwei Jahrgänge über mir, der Andreas, da hatte ich irgendwie Kontakt zu dem, der hatte eine Band in Quakenbrück, Rusticate haben die sich genannt. Und die fand ich irgendwie cool. Und der hat mich damit in seinen Proberaum genommen. Und da haben wir dann so nachmittags, von, auch so eine richtig ekelhafte, so eine alte Scheune, so, also wirklich versifft. Und da hat er mich dann ans Drumset gesetzt, er hat Gitarre gespielt. Und da habe ich aber ein bisschen ausprobiert. Natürlich super schlecht, aber mir hat sofort so unfassbar Bock gemacht. Also es ist, glaube ich, echt so ein Gefühl, so muss es sein. Wie bei Herr der Ringe, wenn der König da von Rohan, ist es Rohan? Ja. Wenn er sein Schwert wieder kriegt und einfach merkt, er ist bei Kräften so. Weißt du, wenn du einfach merkst, du machst eine Sache, die einfach von vornherein sich so richtig gut anfühlt und so komplett richtig für dich. Ohne Witz. Und das habe ich sofort, das habe ich echt irgendwie, auch rückwirkend muss ich sagen, das habe ich da sofort gespürt. Das habe ich sofort gespürt, das ist etwas, was mir richtig Bock macht. Und habe seitdem das irgendwie immer weitergemacht. Und natürlich ist das Quatsch Schlagzeug alleine, weil das war der Beginn, dass ich irgendwie viel mehr mit Leuten, also ich hatte immer schon soziale Kontakte, also Schule, es war gar kein Problem, aber dann haben sich Bands entwickelt und man hatte irgendwie gut was zu tun. Es war, weiß nicht, war schön, hat immer sehr bereichernd. Jetzt bin ich halt super dankbar, dass ich sowas kann. Ja, also es war, ja, ist ein magischer Moment, auf jeden Fall. Das ist auch wirklich das, was ich für mich persönlich gesehen am besten kann. Ich glaube, wenn ich die Zeit, die ich sonst jetzt hier verbringe oder in Arbeit investiere, wenn ich die nur in Drum-Übungen machen würde, in Training, dann wäre ich ein richtig guter Schlagzeuger, glaube ich. Und ich glaube, das könnte ich auch noch immer machen, weil ich glaube, Talent habe ich da auf jeden Fall. Und das ist auch immer noch mein Wunsch. Also wenn ich jetzt eine Möglichkeit hätte, in einer erfolgreichen Band Schlagzeug zu spielen, wo es geregelt um Touren geht und so, Dann würde ich alles schmeißen und das machen, ehrlich gesagt. Weil mich das einfach so glücklich macht. Ja. Gibt es eventuell die Möglichkeit, ein neues Drummer von euch zu kriegen? Das ist mittlerweile schon fast 5 Jahre her, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht, ja. Es gibt ja auch neue Leute, die Drums spielen, glaube ich. Ey, wie wär's denn mit Beginners Drum-Off? Jochen gegen Eddie oder so? Das wäre auch geil. Wäre doch eigentlich witziger. Fällt mir gerade ein. Ich trainiere beide und dann sollen die einen Drum-Off machen. Das ist doch geil. Der Doom hat doch auch angefangen. Ja. Doom und Jochen. Drum-Off. Zune ist schon sehr gut tatsächlich. Zune ist schon richtig gut. Nee, Eddie habe ich aber nur so gesagt. Eddie hat noch nie Schlagzeug gespielt, glaube ich. Er war nur letztens in meinem Raum. Hat ein Foto gemacht. Zune ist echt krass. Und da bin ich wirklich auch schockiert. Also ich freue mich derbe. Aber Zune ist echt schnell richtig gut geworden. Zune hat natürlich rhythmisches Gefühl, auf jeden Fall. Bedingt durch seine Gitarren- und Bass-Skills. Und er ist natürlich auch musikalisch sehr, sehr versiert. Aber er ist am Schlagzeug schon. Also, wenn er jetzt noch einen Lehrer hätte, also wir wollen uns ja auch treffen, ich glaube im Mai oder so. Da werde ich ihm auch noch ein paar Tipps geben. Also es gibt so ein paar Sachen, wenn er die beachten würde, dann wäre er noch um ein Vielfaches besser. Aber das kann er ja beigebracht bekommen. Denkst du, man kann ein Instrument spielen ohne Taktgefühl? Ohne Taktgefühl. Also, dass es dir wirklich nicht möglich ist. Vielleicht so Theremin. Aber ich glaube einfach, dass du Taktgefühl auch schon erlernen kannst. Jeder Mensch kann gehen, ja?
Also ich habe Schlagzeug spielen bei meine. Also erstmal ging es viel um Rolling Stones in meinen ersten Schlagzeugstunden. Aber es ging vor allen Dingen darum, also Schlagzeug spielen sieht auch ein bisschen, ist ein bisschen cringig, Schlagzeug spielen lernen. Sag ich euch direkt. Es geht auch viel darum, dass man so aber eigenen Körper Dinge erfährt, ja? Dass man irgendwie sowas macht, dass man irgendwie, wisst ihr, so ein bisschen am Körper rumtrommelt und vor allen Dingen auch rumgeht. Also Drum ist ein Körpergefühl so. Das, wenn du gehen kannst, ne, wenn du marschieren kannst, gleichmäßig, dann hast du auch Taktgefühl, zwangsläufig. Das ist vielleicht nur eine andere Stufe im Kopf, die das einnehmen muss. Aber wenn du gehen kannst gleichmäßig und du hast kein Schwankegang, so ein Wankengang, dann kannst du das machen. Und wenn du dann auch gehst, so, und du stampfst so ein bisschen und du schaffst, dann hast du den Beat, ne? Also bam, 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 1, 2, 3, 4, so. Dann kannst du es auch lernen, dass du einfach deine Hände nimmst und dann dazwischen klatscht, dann hast du sofort den Offbeat, so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, dann geht's das dann die ganze Zeit weiter. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, da machst du mit der Sprache noch andere Dinge, wie zum Beispiel hier beim Bäcker, kauf Paul die Bonbons, hier beim Bäcker, kauf Paul die Bonbons, hier beim Bäcker, kauf Paul die Bonbons. Und dann geht's so weiter, die ganze Zeit. Und irgendwann hast du es alles so im Kopf und denkst so, what the fuck, Alter, das ist Drumming. Und dann kannst du es übertragen aufs Schlagzeug. Ja, das ist, also Schlagzeug spielen ist ganz viel Körperfeeling so, ganz viel Körpererfahrung. Und das ist aber nicht esoterisch oder sowas, sondern das ist eigentlich alles irgendwie verinnerlicht. Sehr, sehr archaisch. Schlagzeug spielen ist sehr archaisch. Das ist ja auch eine Frage, die oft hier im Stream kommt. Ey, Krogi, hast du alle Songs, die gewünscht werden? Kannst du die alle? Kennst du die alle? Nee. Aber Schlagzeug spielen wiederholt sich viel. Und deswegen kann man zumindest viel improvisieren. So, und irgendwann sind auch von Songstrukturen gibt es viele Parallelen. Natürlich musst du Songs erlernen. Oder auch wenn ich sie richtig spielen wollen würde, wie es so gedacht ist, müsste ich sie lernen. Keine Frage, weil ich kann nicht in die Zukunft blicken. Aber, und manche sind auch zu schwer. Manche sind auch technisch nicht möglich, wenn du im Stehenschlagzeug spielst. Siehe Double Bass Geschichten oder sonst was. Aber viel geht einfach schon. Klar, wenn du viel Musik hörst und viel gespielt hast, und dann ist Schlagzeugspiel eigentlich nicht so schwer. So. Weil die krassesten Drummer, die super schnell sind, die extrem präzise Fills machen, das kannst du auch alles runterbrechen auf ein simples Bum-Tack, und ist trotzdem geil. Ja. Ja, ich kann Noten lesen. Also ich kann nicht flüssig nach Noten spielen. Dafür bin ich nicht geübt, aber ich kann Noten lesen, ja. Warum spielst du eigentlich im Stehen? Das mache ich schon ganz, ganz lange, weil ich schon seit sehr langer Zeit eigentlich Rückenprobleme habe, wenn ich sitze. Also beim Spielen. Joey Jordison war Killer. Ich fühle mich gerade on fire von Krogis Leidenschaft fürs Drum. Das ist geil, das freut mich. Ja, aber so kann man vieles erklären, ne? Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Und so geht es auch mit vielen Dingen, die kann man auch aufs Leben übertragen, so. Und wenn du Schlagzeug spielen hast, so vom Mindset, und dann guckst dir noch alte Videos von Mike Valelli an, vom Skateboardfahren, dann bist du unbesiegbar. So fühlt man sich zumindest dann. Und natürlich inspirativ kommt das Schlagzeugspielen im Stehen von Slim Jim Phantom. Das ist der Drummer von den Stray Cats. Und da kommt das eigentlich her. So, viel inspiriert. Ich glaube, der hat auch sogar Bela inspiriert, tatsächlich, im Stehen zu spielen. Viele denken ja, dass bei mir das vielleicht auch so herkommt von Bela, aber es stimmt nicht. Kommt von Slim Jim Phantom. Ja. Ich habe für dieses Jahr geplant, singen zu lernen. Ja, das ist cool. Auch das ist ein Punkt, wo ich sage, ey, jeder kann singen. Wie gut? Wie schön für andere. Steht auf einem anderen Blatt, aber das kann auf jeden Fall, das kann auch jeder lernen. Auf jeden Fall. Das heißt nur nicht, dass du direkt One Moment in Time oder I Will Always Love You singen kannst. Aber geht schon. Pepperina muss los. Ey, viel Erfolg mit schönen Nageldesigns heute. Lass dir mal was Kreatives einfallen. Vielleicht so ein paar bunte Regenbogenwellen oder so. Nee, Bela ist, glaube ich, auch ist ganz sicher wegen Slim Jim angefangen. Ja. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber das musikalische Taktgefühl kann man bestimmt bis zu einem gewissen Grad lernen. Bei einem zwischenmenschlichen Taktgefühl bin ich skeptischer. Ja.
Ich bin stolz auf mich, dass ich 3 Oktaven singen kann. Ich will ein Naturtalent im Singen, sagt meine Dusche. Hey, wir bräuchten jetzt ein Keyboard. Ich müsste mir mal ein Keyboard besorgen. Dann können wir mal ein paar, das können wir mal üben. Ich weiß auch nicht mehr, was mein tonaler Umfang ist. Ich wusste das mal. Ich habe mich damals nach dem Abi und nach dem Zivi oder während des Zivis auf eine Aufnahmeprüfung Musik vorbereitet. Da musste ich auch so ein bisschen was machen. Das habe ich aber eigentlich alles vergessen. Auch so hören, wie Tonabstände so sind, ne? Kleine Terz, große Terz, Quinte, dies, das. Und da haben wir auch herausgefunden, wie mein Tonumfang ist. Also was der tiefste Ton ist, den ich so singen könnte und der höchste. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall erstmal alles mit Glitzer. Ja, das ist gut. Meine Arme oder Hände können leider nicht unabhängig voneinander was machen. Entweder schlagen beide gleichzeitig oder keiner. Loose up. Ey, du kannst es, da gibt es wirklich viele Sachen, wie man das erlernen kann, ja? Also erstmal fängt man. Also wenn du es schaffst, wenn du das schaffst, ja, nimmst die eine Hand, haust irgendwo drauf, also 1, 2, 3, 4 und du schaffst es jetzt. Du meinst wahrscheinlich, jetzt können beide Hände gleichzeitig spielen, ja, also, ne? Gleichzeitig. Schon mal geil. Wenn du es jetzt aber schaffst, die rechte Hand immer durchgängig zu machen, so 1, jeden zweiten Schlag, 2 und auf 4 mit der zweiten Hand zu schlagen, dann hast du schon mal all das, was die Hände machen müssen für ein Beat. Also 2, 3, 4, 1, 2, 3. So, das übst du, das machst du die ganze Zeit. Und dann hast du schon mal all das, was oben wichtig ist. Und dann geht's an den Fuß und lässt du die linke Hand wieder weg. Dann machst du das Gleiche. 1, 2. Und dann machst du mit dem Fuß das Gleiche, was du eben mit der Hand gemacht hast. Auf 1 und 3. Also 1, 3. So, und das lernt man so die ganze Zeit. Und dann machst du Step by Step. Und dann, das baut sich ja auf. Das ist nichts, wo man auf einmal sagt, ich will jetzt lernen, alles unabhängig voneinander zu koordinieren. Das ist ja Übung. Du gehst ja auch nicht, du holst ja auch kein Katana und sagst, jetzt bin ich Samurai. Beste Vergleich, der mir eingefallen ist. Cool, es gibt doch jede Menge Leute bei RBTV, die ein Instrument spielen. Kannst du dir vorstellen, dass du mit denen mal einen Stream in deinem Raum machst, sowas wie ein Bohnenkonzert? Jein. Ja, klar kann ich mir das vorstellen, aber es ist leichter, mit Leuten was zu machen, die. Also ich würde gerne mit mehr Musikern was machen, aber dass ich jetzt selber was auf die Beine stelle, es fällt mir schwer. Es fiel mir schon immer schwer. Soll ich sagen. Schlagzeug ist also eine Art Mönchtum. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Sehe mich aber eher als Ronin. Muss ich was trinken? Kann das einbeinige Drum eigentlich zu Rückenproblemen führen, wegen der einseitigen Belastung? Ja, bestimmt. Der Raid letzte Woche vom Sam war genial. Wer ist Sam? Klär mich auf. Scotty? Meinst du Scotty? Scotty doesn't know? Um Sam. Wer war Sam? Der Knochen kommt nicht zum Mund. Genauso ist es. Mit Elsie hier im Raum war Hammer. Erster Gast, gleich Elsie, war geil. Das hat richtig Bock gemacht. Danach hatte ich übrigens direkt Schüttelfrost. Auch kein Witz. War nämlich vor. Nero fand ich sehr bereichernd. Danke, aber wer ist denn jetzt Sam? Hört mich auf, ich will jetzt nicht dumm dastehen. Vielleicht stehe ich gerade am Schlauch.
Cody doesn't know. Cookie Warrior. Ey, heute ist wirklich der Mantel des Geldes bei euch, ja? Ah, Rücken. Yes. Der tut einfach richtig gut. Der wärmt mich von allen Seiten. Danke für den weichen Mantel. Der Kumpel von Frodo. War das nicht der Typ aus UK? Ach, Sam. Sam Hallett. Ja, klar, Mann. Deswegen musste ich nur Englisch sprechen. Das ist eh das Geilste. Wenn du schon Englisch sprechende Leute hast und dann musst du Englisch sprechen, das ist einfach eine gute Mischung aus Deutsch und Englisch. Mein Dulli Englisch und dann ein bisschen Deutsch ist einfach geil. Ich muss euch übrigens sagen, mir ist es mittlerweile, das ist für mich ein schönes Outcome am Streamen. Oder dadurch, dass ich jetzt auch mit Jared und Co. Ich habe auch schon mal in Englisch. Wisst ihr, dass ich mal in einer englischen Band gespielt habe? Wisst ihr, dass ich in Belgien einen relativ großen Auftritt gespielt habe? Ich zeige euch das mal. Ohne Scheiß. Kein Witz. Kein Scheiß. War richtig geil sogar. Mach den mal an. Kommt gar nichts, ne? Warum kommt da nichts? Kommt ja gar nichts. Habt ihr Sound? Ihr doch kennt's. Ja, hört ihr mich? Ja, ich höre dir. Warum ist denn da kein Sound? Moment, das klären wir. Das kläre ich, Sekunde. Ich brauche das Sound, das bockt das doch gar nicht. Der Titty-Twister also, ja, wirklich. Kein Scheiß. Das ist wirklich, so war das. Okay, ich muss erstmal klären, warum kein Sound da ist. Das ist ja absolut enttäuschend. Das ist ja oberenttäuschend. Das wollen wir erstmal klären. Ne, hier habe ich auch nichts. Hier habe ich auch nichts, Chat. Nee, kein Copyright Claim. Nix. Das ist ja auch dann nicht sofort gemutet. Das wird ja erst im Nachgang dann. Nee. Warten Sie, Chat. Ist ja nur schade gerade. Eigentlich müsste es gehen. Ja, da kommt nichts. Hier kommt da nichts. Ein faules Brotrezept, kommt das? Nee. Werbung kommt auch nicht. Warum denn nicht? Ein voller.
Das muss ich erstmal einstellen, Chat. Hauptsache, großes YouTube ist voller Brot, ja. Ja, was soll ich machen? Ihr wisst doch, ihr kennt mich. Was soll ich machen? Das ist mein Porn. Hey, ich will jetzt Sound haben. Aber da kommt ja nichts. Voll sauer. Ich muss ich OBS neu starten. Das wär absolut scheiße. Och nö. Ja gut, da haben wir. Egal, dann quatschen wir erstmal weiter. Oder ich mach noch einen anderen. Ich möchte euch das jetzt zeigen. Wie mache ich das? Audio via OBS freigeben? Also Windows Audio? Ja, eigentlich schon. Ich habe natürlich neu. Ich habe meinen Computer neu gestartet, logischerweise, weil er nicht on war übers Wochenende. Zeig's uns. Ja, ich möchte auch zeigen. Sam! Sam, you're back! Sam, what's up? Got a phone call on Saturday and been told to self-isolate. Bloody Omicrons. I'm a variant of an Omicron. Shit, Alter! Sam, that's not so good. I hope you're fine. But, good that you're here. The chat welcomes you. With a warmth hug, and of course, if you want, with a tea and a soup. Maybe you are not so sick. Maybe you are just simulating things. Hey, our chat, Sam is here. Er ist isoliert anscheinend. What? Sam, what does it mean? You got to self isolate. For how long? Till the next phone call, or what? We just talked about you, to be honest. In OBS und Windows die Soundquelle wieder aktivieren. Beim letzten Windows Update hat es vielen Sonne. Ah, das kann sein. Okay, warten Sie. Liebe Krogis Englisch. My English is not so bad, to be honest. It's German English, but I'm true to this. So, but I'm quite confident to speak to Sam like I want to do. So why not? English. Best English EU. Did you love you people? Ah, okay. Did you? Nice. Sounds wonderful to me. Hack or hack. Sam. The
English word hug, to hug, ja? Sounds in German like, what is, like beef, like meat, which is, was ist hug auf Englisch, Leute? Und drüber nachgedacht. Minced meat, yes. English word, or the English verb to hug is sounds like minced meat in German, phonetisch gesehen, which is quite funny. Ja, passt schon. But Sam, what I wanna say to the German folks here is that since I am yeah, since COVID, I am speaking English very often to Jared or to some friends from UK or to some other guys. And to be honest, I know that my grammar sucks, but I don't care because everyone said, Kogi, everything's fine. You do a great job. Therefore, I don't care. And I will speak like I used to do it. So, hier steht das erstmal mit, das ist richtig. Boss, ey. Boss Move. Alles ist so hart gemacht. Naughty Granny. Aber es ist echt so, Leute. Ohne Scheiß. Ich bin halt... Guck mal, ich habe halt Schulenglisch gehabt, hatte Englisch LK und ich verstehe wirklich ziemlich alles, was mir Leute erzählen auf Englisch. Bin da wirklich relativ gut mittlerweile drin. Und Englisch schreiben bin ich auch relativ fit drin, weil ich überlegen kann. Aber so freisprechen, und das ist ja wirklich die Kunst, gutes Freisprechen ist schwer. Aber es bringt nichts, sich von Kommentaren, so von wegen, Alter, dein Englisch, was geht ab? Es bringt ja nichts zu sagen, ja, das spreche ich nie wieder. Sondern da musst du ja erst recht weitermachen. Ja. Und dementsprechend, alle sind happy. Und ich mache einfach weiter. Und ey, ich finde schon viel, es wird auch immer besser, ehrlich gesagt. Aber das ist auch so mein Tipp. Das ist einfach so. Ja. Awesome, your English is fluent. I wish I was bilingual, yeah. I can teach you German at least a little bit because I'm not so familiar to to the German language. But you can, vice versa, you can teach me how to speak proper English. Because in next weeks, it is very important to me that my English is getting a little bit better. Just a little bit. Tiny tip better. Let's learn a language together! Juhu! Zumal wir Deutschen so pingelig sind mit, das war jetzt aber grammatikalisch nicht korrekt. Ja, das interessiert keinen Schwanz. Das ist so krass, ohne Scheiß. In Deutschland ist immer so, Alter, schämst du dich für Englisch? Es ist einfach, dann bist du in Amerika und denkst so, what the fuck, alle reden so. Hey Sam, we Germans, we are very eager to learn any kind of languages in a proper way, which means that the grammar is it must absolutely correct and it has to be, it should be absolutely fine because we are Germans. And if it's not absolutely perfect, everyone is telling you, mate, your grammar sucks, it's absolutely poor, you can't speak English to audience, so it's not possible because your grammar sucks. And then
you are traveling to maybe UK or America, for example, and then you recognize that no one cares. No one fucking cares what's your grammar. Everyone understands you quite well. You can get some coffee from Starbucks. It's not a problem. But in your hometown, in Germany, everyone is telling you, no, it doesn't work out. You suck, man. That's Germany. I've learned lots of German listening to you. I can't speak it very well, but understand what you meant, what you mean most of the time. Yeah, that's great. Cool. But I'm speaking German really fast, I think. Crazy that you get what's the meaning of my sentences. Because most of my words not even real. Neisenstein is not a real word. That's okay. You cannot learn it. Importance. Some understand what you want. Russ, Lava Keller. That's Kogi speaks German really fluent and clean. That's not right. That's not true. That's not true. I would say my German grammar is even as poor as my English grammar. Yeah. Leisenstein steht schon im Duden, glaube ich. Also im Jugendwort Duden. That's nice. Good morning and moin you beautiful people. Sam, but to be honest, it's great that you're here around because that's the only reason why I'm speaking English in a stream right now. That means it's my early morning routine, speaking English with you, getting used to it, getting better, getting stronger in the next day. And that's great, because on Wednesday, that's a big day for me playing Scorpions tracks. From the band Scorpions, German, very famous band, the Scorpions, and my introduction should be in English. Therefore, I should practice a bit. And Sam, if it's working out, und auch für euch anderen, drückt mir die Daumen. Vielleicht, maybe I will be in London in February for a video clip. That would be great. Yeah, Scorpions were responsible for the Mauerfall. David Hasselhoff too, yes. Yeah. Hey, Sam, do you have some what is it? Was sind denn so Redewendungen in Englisch? Was heißt eine Redewendung auf Englisch? Will ich gerade. Saying? Common language? Phrases? Saying slang? Phrases? Okay, Sam. You know some phrases like in a nutshell? Or what else? Burn the midnight oil comes to my mind. Something like that. In Germany we have and it's not the best outcome or not the best solution. We say es ist nicht das Gelbe vom Ei. Yeah? That means translated to English, the English language, it is. It's not the yellow from the egg. Now you get what the chat is writing.
Absolutely bullshit. It's not the yellow from the egg. Holy Bimbam, yeah, that's nice. Oh, lol, ja, keine. I'm the smartest person who's sitting in front of the camera right now. That's right. Loda. Naja, passt schon. Ja, yeah, but it would be so cool to come to London for the special moment, and this video clip would be really, really intense for me, to be honest. That would be really great. So let's pray that it will work out. Yeah, we got a famous German football player in his days, Lothar Matthäus, who said, I hope we have a little bit lucky. Yes, that's right. Yeah. Hey Sam. No one is criticizing language in sense of pronunciation or grammar more than Germans. Believe me. Believe me. Everyone knows that I'm not a native speaker. That my mother language is German. Everyone knows that. But, hey, fuck grammar. Fuck your pronunciation. It's really crazy in Germany. But even when, if your pronunciation is great, and even if you sound like, maybe like an native speaker from UK, maybe with accent from what else area, then you are criticized in Germany too, because people are saying you are fake. That's crazy. That's even crazier. Man kann nicht gewinnen in Deutschland. Das ist, das ist einfach so. Also macht einfach euer Ding. Therefore, Sam, do what you want. Everything's fine. Ist richtig schön heute Morgen. Macht richtig Spaß. Richtig schön mit euch. Oder Chat, macht doch Bock. Ich find's gut. Sam, are you still here? If not, I will switch my language to Chinese. Er geht ab heute Morgen hier. Achso. Geiles Bild, auf wie ich hier immer weiter runterrutsche. Mach mich immer kleiner, ist aber egal. Ich hätte ein bisschen mehr Zustimmung jetzt. Doch, ja. Höchstes Kompliment in Deutschland, da kann man nicht meckern. Ja, ist echt so. Aber man wird in der Schule auch nicht motiviert, dass man sich traut, Englisch zu sprechen. Englisch oder Sprachen lernen kannst du nur, wenn du sie sprichst. So, das ist halt so völlig absurd. Du kannst Sprachen, also klar kannst du schreiben, aber du kannst so im echten Leben Unterhaltung, kannst du nur besser werden, wenn du sie sprichst. Und genau da ist doch das Problem, dass Leute dann direkt sagen, ja, aber... Also,
Im Endeffekt ist es doch scheißegal, wenn du ausgelacht würdest. So? Weil wie willst du sonst besser werden? Aber das ist einfach so ein hausgemachtes Problem. Ist komplett bescheuert. So. Wirklich. Sam, one question. Because I forgot. Where are you living in UK? Don't mention the town in the stream here, but the area. Are you living in the coastal region? Am I right? Vinilebo, schön, dass du da bist. Cool. Zuhören durch Firma Streams, etwa. Ja, klar hilft das. Aber wenn du... Dorset. Ah ja. See. Thanks. Great. Dorset. Okay. Let's find out where Dorset is. Ich habe schon mehrfach mit englischen Kollegen gesprochen, die sagen immer, sie verstehen mich und das reicht. Klar ist es nicht perfekt, aber die Kollegen sprechen überhaupt kein Deutsch. Daher froh, dass ich ihre Sprache spreche. Das hat dann auch die Ängste. Ja, ja, genau. Das ist immer so. Das ist immer so. Ohne Scheiß. Das ist... Ich kenn's nicht anders. Kein Kopf. So. Wollen wir mal gucken. So, this is the United Kingdom. Sam, this is your kingdom. I believe you are king. Ja? Arschkin 42, vielen Dank, dass du auch einen Arsch hast. Das finde ich gut. Schön, dass du hier rein subst mit deinem Prime Sub. Das ist der Liebe, der Mantel der Liebe. Das gefällt mir gut. So. About 4 miles north of Dorchester. So. I got a friend in Portsmouth. In Portsmouth. And my friend's name is Jim. Jimmy. And I took a flight from Bremen to London. And then I took a train. Which train was it? I have no idea. I took a train to Portsmouth. And then... I'm not sure. What was the name of the street? Red Spider? Isle of Wight, so maybe I'm not sure. I'm lost here. But that was the guy with the band, Jimmy. And I've been there for a week, and we practiced a lot. And that was really fun. So where's Dorset? Where's Dorset? Dorset is... Where is it? Huh? Dorset. Here. Have you been here, Sam? Have you seen this gate? Search Charlton Down, okay? This
This is a place where you're living? Yeah. Lulworth's cough. Do you use this bench here? Are you sitting here, Sam? With your cell phone? Yeah, I walk my dog there, really? What are these houses? Are these houses for the people? Or are these royal houses? Looks super nice, super chilly. Love the area. I'm going to walk there in a minute. Then take a picture. And take a picture, please. And put it in the Discord channel, Sam. That would be great. Oh, look at those sheep. Yeah, they are. I walked down there and turned left into the fields. That's awesome. Yeah, well, nice. Great. Believe me, Sam. We're happy if you send us some content, yeah? That would be nice. And Sam, you have an German Shepherd dog. What's the name of your YouTube channel again, Sam? Have you been here? Have you been at Darth House? Looks cool. Dorset Alpaca? You have alpacas near you? What's that? Sam! Is this a common thing in the UK? That's crazy, but what is... Really? They are super cute. Look at this guy. Super cute. Sam, please tell us that you have been there. Sam is laughing. Please tell us that you have been there, Sam. You're the king of the alpacas. That's your country now. You're the alpaca king. Ride them. Teach them how to fight. Nice. Look. The legs are in the water. That's super cute. That's a super nice picture. Sam, that could be you with your alpaca. You're the king. Yeah, someone near my mom has one in their garden. Really? Really? Ah. These are war animals, believe me. Sam, you're living in heaven. You're living in heaven. Alpacas near the barbecue. Alpacas in front of the terrace. The patio. That's crazy. Long-necked sheep. Yeah, that's right. I'm spitting in your face if you take a picture. That's right. That your mom? That your mom, Sam? It's the best place. Dorset alpaca walking. Barbecue with alpacas. How many are there? Crazy. And why don't they have heads on their head?
houses. They're living in houses, the alpacas in the UK. Near Dorset. In Dorset. Near whatever town it was. I have no idea. And they have wives. The alpacas are living with human beings together. Great. Good morning. Where's Sam Hallett? He is a great shepherd's dog. Wanna go for a walk? Where is he? Oh, here he is. Look at my cool cars. I'm a usual alpaca in UK. I have two great cars. I'm rich. That's great. Yeah, and this is my house. I'm living in the UK too. I'm super rich. The alpaca has a house and a wife and four big cars. Ah, Sam, best place to live. You must obey the alpaca community. Oh, yeah. This alpaca hates the fence because it's made by German hands. By human hands, sorry. UK hands. It doesn't like it. Heinz Harz, vielen Dank für 10 Abos. Super krass. Sam, did you recognize that Heinz Harz is gifting 10 subscriptions to the community? That's very, very fond of him. Nice. Thanks a lot. That's your mom again, Sam. That's your mom again with the whole town. The whole alpaca community. That's nice. And now here you see a picture. This is a famous picture of modern UK social structures, because you see that the alpaca is standing on top of the ladder, of the social ladder, because they put all the cattle in a fenced area. And every day the alpaca is coming to the fence, and they look if the cattle is all right. I like that. I like the UK. Call of Duty UK alpaca warfare. Can you cross an alpaca and a cow? Cowpaca? Cattlepaca? I'm not sure. These are the last human beings in Dorset, because all of the alpaca. I'm not sure what I want to say, because I'm a bit lost. But look at this crazy family here. It's super cute. Hello! Hello Life GS, vielen Dank für dein Prime Start. Auch die warme, den warmen Geldmantel nehme ich an. Famous actor Al Pacino. Für diesen Quali-Contact bin ich hier. Ist echt so. I like horses. You cannot say that when Sam is here, because you never know if some of the big rulers of his hometown, the alpaca community, is listening. Because that means, please be careful. Don't say that you love horses. Yeah, don't say that. Those pictures are so strange. I love it. So weird. That's the whole hometown of Sam Hallett. Awesome. Have great houses. They do art.
Mother again. Ja, oh, screw you, human beings. I'm the real leader here. I'm eating grass like in the old days. That's really nice. What kind of music do you like? Tell you what. I'm listening to Eminem because he's a real Slim Shady. It's great. Ah, Sam, that's cool. Hallo. Ach, wie schön. Wie schön, ey. Have you seen this guy, Sam? Are you familiar with this guy? Love the Alpaca voiceover. Yeah, it's the original voice of a true Alpaca leader. Or this lady? How many pictures here? Crazy. Sam knows everyone that enters his kingdom. I bet, Sam. But yeah, the place where you live is Charlton Down. Anywhere here. Harrison Hall. What was it? What is that? There's a new road. Sam, what is this? This is a perverted trick. What is this, Sam? What is that? Please tell us what kind of scene is that, please. They watching. Yeah. Who's watching and what do they watch? Village Hall. Okay. Have you ever been to the bounce house? Are these the local clubs? Is this the nightlife? Is that the nightlife of your town? Is that the Alpaca town nightlife? Tell us more, please. I wanna go to Dorset right now. Give me some tickets and I will come to your place. Is this a famous drug place? Is this a place where you can get crystal meth? Exclusive nightclub, the bounce house. Now I want to smoke weed in the bounce house too. What is that? Yes, City Hall, but why? What has happened? Is it like a fair? Or, yeah, come, stay whenever. Chat, you have seen it here first. That was an official invitation by Sam Hallett. Kogi Takeshi's Castle Children Edition. We have to go there. Kogi goes to the UK. COVID party, yeah. Let's smash things up. Let's cross your blood with mine in a bounce house ritual. If Krogi ever visits Sam, you'll need to party at the bounce house. Let's hotbox these bounce houses. Yeah, I would like to come to your place, Sam, to be honest. Maybe not in next weeks, but if the situation is a bit brighter, then why not? Let's make some road trip. You can show me your country, your alpaca-driven country. Why not? Have you been here? Sam, are these friends of yours? The
Ist der Mayor in einem Packer too? Hornbill Road Trip. Das sind Jugendzimmer im Bounce House. And Sam, please, let's party at this place then. Sam, what kind of place is it? Does it? I mean, are these funny structures available the whole year? All day round? Bring a community. Yeah, spring or summer. Mercedes road trip. just fuckers, yeah. You mean I will come, I should come with my car? Or do you have a Mercedes too? But I'm, to be honest, Sam, I've got a problem driving in UK because of the traffic, yeah? Which is not the right side, you know what I mean? It's a bit strange there. I'm not used to it. But you could drive if you want. This is the best picture. All of the grown-ups are watching the walls or looking at the weed place, at the drug places here. And here are the alpaca place, I think. The alpacas have small go-karts. And they watch the human beings. Harrison Hall. Guys, what picture do you like most? This one? Or that one? This is a bit greener, this bit red, yeah, more red in it. Both somewhat creepy, the green one is better. Second, the shiny one. I like this guy here. He is really confident in this picture. But, he's nice here too. Ah, guys, look at this alpaca here. This alpaca is really nice. Being a wedding DJ is a mood. Yeah, that's right. Okay, how many pictures? 1, 2, 3. Okay, that's a bit strange. There has been only one party, I believe, in January 2019. On Halloween, alpacas dresses as humans in the UK. Yes, Sam, let's do this. Let's do a road trip sometime. But then, why not? That was the Harrison Hall. What do we Jurassic Safari? What kind of Wonderland place is it? Jurassic fucking Safari? What is it? What is that? Jurassic Alpaca Safari? That's ancient. Yeah, it looks ancient. It looks super ancient, to be honest. But where are the dinosaurs? Where's the lekker Jack Daniels sauce? Where are the dinosaurs? Koff Castle. Nice. Can you see this place?
where you live? Do you have plain sight to it? Can you see it? Dinosaurs, yeah, that's right. It was my gag, yeah. My joke. And all of the ancient alpacas live here? Search the Cern Abbas giant. Okay, I will look after it. What is it? Cern Abbas giant. Classic! Nice! The alpacas make fun of you! The alpacas make fun of you, Sam! Really? That's great. Sam, you're living in the best city of all. A city ruled by alpacas with giant art in fields with ancient human beings with erections, which is crazy. Which is super crazy! What is it? This is super crazy! Early time dick pics. Look at these balls! Great! Super great! It should be the best place where we are living right now. Crazy! Even aliens make different corn circles over there. Yeah. They are massive. Massive balls. Do you have some pictures of yourself laying nude in his balls? Please do that. I will bring my drone when I come to your place. And then we'll make some pictures. Yeah. We're laying nude in the balls and making some pictures. That's a lifetime goal, to be honest. Yeah. Crazy, man. Ugliest item. Crazy. Okay, and that's a 2-minute walk from your place. That's what you wrote, yeah? Lots of Americans visit the giant. Yeah, because of his strong crutch, I bet. Okay, it's... How huge is it? I mean, this is a tree, yeah? This is just a... It should be... I think it is a big tree. That means that this picture here is massive. It's Do you recognize the second face? Yeah, we recognize the second face with the nose and the Rick and Morty mouth. Yeah. 5-minute drive from mine to see it. It's huge. Huge, big as a hill. Isn't it originated from the Celtic culture? Giant? And she's on the run. She's on the run. She isn't happy anymore with alpacas ruling this country. So she's on the run. And... She took his
her. She took her dog. And now she's on the run. Due to several erosions of the turf, the public is requested to remain outside the fence. The best view of the giant is from the lay-by on the A352 at the northern end of the village. Really? You can't go there, Sam? That means we have to do it at night? Sam, we have to do it at night? I mean the picture where we are laying in the balls nude? And we can do that. No problem. Giant's Head. Cattle Bridge. Yeah, I can walk up there. Just climb over the fence. Easy. It's like, I mean, compared to the Hollywood side in Los Angeles, like your sign more than the Hollywood sign. The Thimble Inn. Is this a local pub? What is a good pub in your town, Sam? What's the place we can get drunk? What place should we visit? Give me a name. It's like the Hollywood sign of Dorset, yeah. I bet. Sam, I need a name. It's the last thing I will look up in now. And then I will play Kingdom Come Deliverance, because now I'm confident to play the game because of the big crutch of the man. There are lots, but no one is going out much since Corona. Yeah, okay. Besides Corona, which place is a no-brainer for you to visit? Or which is the place for good beer? The Royal Oak, Dorchester. Okay. The Royal Oak, Dorchester. Where am I? This one? Okay. Adlige Eiche, ja. Okay, baked beans. Sausages. Fries. Eggs. And that should be ham, am I right? It's not bacon, it's ham. Now I'm hungry. The Royal Oak. That looks cool. Only in the UK you get drunk in places called Royal. Nice stream this morning, love it. Thanks a lot, Commander Bosse. I like the fact that most of the... No, I think every pub in the UK has carpets. And that's really comfy. And cozy. These are good places to get drunk. Yes, it's a cheap place to drink. It's my hometown. Yes, great. Is that bread? These are hash browns, aren't they? Oh, I'm hungry, Sam. Yep. UK pubs are like comfy living rooms.
It's funny to recognize after watching a while, Cookie's speech got more and more fluent. Yeah, that's right. That's the point. I'm getting used to it time by time. After a while. Therefore, I need to practice. And that's what I was saying beforehand, because when people tell you that you don't good in speaking a language, then fuck it and do it. Do it even more. She's not happy, Sam. She's watching for you. Where's Sam? Sam should be around here, but he isn't. Where's Sam? I'm not happy. Where's Sam? Where's Sam Hallett? I want to go to the place with the giant crutch sign. I want to go to this place. Where is he? Are these pancakes, Sam? Oh, that is the picture I was looking for. That guy is Ed with the glasses. You know this guy? Really? Wait. Wait. You know this guy? This is Ed? The bartender is called Ed? Ah, the Krugie is improving his English skills. Me approves. Yeah, 420. I only know a horse called Ed. Don't remember from which show a horse called Ed. I do know him. Used to work with him. You worked with him? What kind of work was it? Like, obeying the alpacas? Bring them some jewels? Yeah. Friends with him on Facebook. Uh-huh. Okay. So, next picture is the beer picture. Most important part of the pub, of course. So, we got Ruddle's Best. Loch Lomond. Sounds like a Scottish beer. Then we have the Wimbledon Copper Leaf, the Brentwood Hope and Glory. Hope and Glory for beer sounds a bit too confident. And the Flagship. Is that cider? What is the cider? So, Sam. Do you know all these? And next question is, which one of these names of these brands is the best for you? You need to check out a video on YouTube about two guys going to every Weatherspoon in Ireland in under 24 hours. Nah, they are all real ales. Okay. That was the first question, and the second is, which one do you prefer? Ruddle's Best? I mean, from the... I would take the Hope and Glory, because drinking gives me hope, and when I'm drunk, it brings glory. I would take Hope and Glory from Brentwood. I thought Loch Lomond was a whiskey. So there's whiskey from the tap. No, Sam wrote, these are all real ales. It's easy. It's sign on the logo, Ruddles. Mm. Ed is now famous in Germany. At least in the stream, yeah.
I like bags. Come on, Sam! Come on, Sam, what a crap answer. Really? That is a really disappointed. I'm disappointed. Your answer disappoints me. Really. It is disappointing me. Give me some insider. Flagship. Brentwood. Copper Leaf. Wimbledon Copper Leaf. Ruddles. Nothing? It's all worse than Becks, really? All of these great sounding names are worse than Becks. That's all what you wanna tell me, yeah? Sam tells us that Becks is way better than Ruddles Best. Lager is bigger than ale. Yeah, maybe. But Sam, really? Ruddles Best. I mean the name. It's the best of from Ruddles. You can't get any better ale from Ruddles. Shots of Ray and Nephews. Ah, okay. I really don't know any good English beer. They are famous for being drunk, though. But the alpaca gods will punish people who like Becks. Ale is crap. No, it isn't. What about Strongbow or Pride? I like them, to be honest. And Guinness is, in my opinion, Guinness is a great drink. Black beer is great, yeah. Sam Hellet overproof shots? Maybe the British get drunk because it's the only way to enjoy their beer? Come to Ireland, Krogi. Yeah, why not? When I'm hopping over to Sam's place, I will visit Ireland as well. We can prepare a tour then. It's a big trip. A big trip. Two nations, one Krogi. All of the alpacas. Big fun. Would love to have some fish and chips with vinegar right now. I like vinegar. Therefore, I like chips with vinegar. Awesome. Will you get drunk in Kingdom of Deliverance? Yes, I will. We on tour? Yes. Okay. Sam, thank you very much. That was a short English lesson for me. On Monday. I will take a short break because I need to go to the restroom, and when I'm coming back we will play Kingdom Come Deliverance, and that will be some hell of a ride.